Waschmittelschaum kennt noch niemand mehr leben. Aber noch schlimmer ist es, dass jedes Frühjahr Millionen von Fröschen überfahren werden. Von diesen merkwürdigen Blechbüchsen, in denen die Menschen sitzen. Das ist ja schrecklich. Und was passiert sonst noch mit deinen Freunden und Verwandten? Ach ja, die schlimmste Quälerei habe ich doch beinahe vergessen. Diese gemeinen Hunde. Meine Verwandten sind doch damit nicht gemein. Oh, Entschuldigung. Diese gemeinen Menschen reißen uns Frösche bei lebendigem Leib die Beine aus und braten sie dann, um sie als sogenannte Delikatesse zu verspeisen. Wir armen Frösche müssen in einem stundenlangen Todeskampf zugrunde gehen. Ich bin dafür, dass man auch mal einem Menschen alle seine Beine ausreißt. Den Strafantrag stellt später der Staatsanwalt. Dazu haben Sie nichts zu sagen. Haben Sie noch Fragen an unseren Zeugen bekommen? Ja, haben Sie auch schon die kleinen Zeuge gesehen, die vom Menschen umgebracht wurden, wenn die Faschisten nicht übertragen werden? Ja, schon. Aber die sind doch nur dazu dabei, die Menschen zu überessen, anstatt überfahren zu lassen. Mein nächster Zeuge ist die Schnecke. Die Schnecke ist leider noch nicht da. Ich glaube, sie hat sich ein wenig verspätet. Gut, da wo ich sehr auf die Schlange gefallen. Dass ich jetzt noch lebe und zu ihnen sprechen kann, habe ich nur meiner Intelligenz und meinem feinen Tasten zu verdanken. Sonst hätten die Menschen mich schon lange gebracht. Aber sie waren doch allzu gut befreundet mit den Menschen, wenn man so ein Eva und ein Paradies kennt. Das war nur ein raffinierter Trick von mir. Sonst hätten die Menschen auch schon aus dem Paradies einen Schweinestall gemacht. Ich protestiere. Ja, natürlich. Ich entschuldige mich in aller Form. Ich meine natürlich einen Menschenstall. Würdest du das tun, Lüfe? Ich warte schon länger endlich darauf auszupacken. Ich lebe unter unrühmlichen Verhältnissen. In einer Geflügelbatterie. Meine ungeborenen Kinder werden mir weggenommen und als Eier gegessen. Und ich lebe mit 50 anderen Hühnern in einem kleinen Käfig eingesperrt. Ich hoffe, diese Qual hat endlich ein Ende, damit ich als Braten gegessen werde. Aber wie kriegt ihr denn jetzt kein Futter? Selbstverständlich der Mensch, aber nicht aus reiner Menschenliebe. Nur weil er kein abgemagertes Skeletthühnchen essen will. Mein nächster Zeuge ist der Blaubock. Ich glaube, Herr Staatsanwalt, es ist Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass der Blaubock schon vor vielen Jahren von den Menschen aufgerottet wurde. Das ist ja traurig. Wenn wir diese Mörderei nicht weit einen Riegel forschen, sind alle meine Zeugen von diesem menschlichen Monster ausgerottet. Mein nächster Zeuge ist der Leopard. Ich finde auch, dass man etwas dagegen unternehmen muss. Das sieht ja jedes Tier, dass es nicht mehr so weitergehen kann. Wenn ich an meine Verwandten denke, die umgebracht wurden, Mäntel hat man auf ihnen gemacht und Bettvorleger. Die Menschen bringen doch einfach alles um, was ihnen über den Weg läuft, sogar sich selber. Man sollte den Menschen auch einmal das Fell über die Ohren ziehen. Dann hätten wir endlich Ruhe. Wie ernähren Sie sich von dem Tag? Was essen Sie eigentlich? Also, ich muss doch auch etwas essen. Gras ist für mich unverdaulich. Deshalb muss ich nur so ganz selten ein kleines Tier. Aha, da haben wir es ja. Ja, also auch. Aber nicht zu meinem persönlichen Vergnügen, nur weil ich Hunger habe. Da kommt auch nicht mehr dazu. Entschuldigung, dass ich mich verspätet habe. Aber der Weg war so weit. Ich bin nicht so schnell. Beruhigen Sie sich, Sie sind da jetzt da. Nur erzählen Sie doch mal am Zeugstand, was der Mensch allzu leiden kann. Ich protestiere, das ist Beeinflussung des Zeugen. Das stimmt, formulieren Sie Ihre Fragen bitte anders. Also was tut Ihnen der Mensch allzu Liebe? Zur Liebe? Gar nicht tut er mir zu Liebe. Giftkörner streut er im Garten aus, sodass wir armen Schnecken unter schrecklichen Bauchkrämpfen sterben müssen. Mein Vater wird von einem Metallmonster überfahren. Meine Mutter wurde von einem kleinen Knaben zerstampft und zwei meiner Brüder wurden eingesammelt und mit Kräuterbutter und Knoblauchsoße von einer sogenannten feinen Dame gefressen. Und das geht nicht nur den Schnecken so. Meine 300 Kinder, die ich auf Welt gebracht habe, sind gefressen worden. Sei bitte still, du bist nicht als Zeuge geladen. War wahr, was unser liebes Schweinchen sagt. Ich möchte jetzt nur noch den Apfel hier Zeugenstand bitten. Dann habe ich alle mitgefragt, auch zusammen. Ich wollte schon am Anfang protestieren. Was bildet sich dieser Mensch überhaupt ein? Er stammt von den Affen ab. Das ist die gemeinste Lüge, die ich je gehört habe. Ich bin doch nicht der
klappt nicht, als die Menschen so groß haben.